Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Wir sind jetzt dabei, erstmal Papier herzustellen. So, haben wir schon wieder ein bisschen Papier. Nochmal haben wir 9 Papier, das sollte ja wieder ausreichen. Wir brauchen ein Schreibset und Feder. Wieder ein bisschen auf. Und jetzt gucken wir in unser Büchlein rein. Wollen die automatische Alchemie machen. Aha, das brauchen wir nicht unbedingt. Magischer Talg. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch benötigen. Das waren 3 Sachen. Keine Lampen. Arkanes Ohr. Strohboden wollen wir dann nachmachen. Und ich denke, das ist auch erstmal ausreichend. So, wir fangen mal mit der automatischen Alchemiererprogramme an. Das heißt, wir haben einmal das Werkzeug, was aus Werkzeug und Mensch besteht. Dann haben wir den Kreislauf, was Ordnung ist. Das heißt, wir könnten das hier schon mal mit Mensch und Ordnung verbinden. Nee, Mensch war gar nicht. Mit Werkzeug. Werkzeug und Werkzeug haben wir aber auch gar nicht. Wir brauchen Menschen und Ordnung. Okay, das würde gehen. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal in Ordnung hier hin tun. Da haben wir auch gar nicht so viel. Was haben wir denn noch? Was mit Ordnung? Wovon wir ein bisschen mehr haben. Kreislauf, ja. Wir haben auch nur einen. Diamanten haben wir ein paar. So, jetzt hatten wir den Hammer gesagt. Brauchen wir ein Werkzeug auf jeden Fall für. Immer wieder Ordnung. Das machen und in Ordnung hier hin. Haben wir das schon mal verbunden? Jetzt müssen wir noch Wasser haben. Also Wasser ist halt nicht überall drin. Wir haben einmal Wasser hier drin in Leben. Und Leben beinhaltet dann Wasser und Terra. Das ist gut. Mensch. Spiritus. Das hat Leben drin. Das heißt, könnten Mensch nehmen. Leben. Das heißt, wir nehmen erstmal ein Leben. Tun den. Und jetzt wollte ich noch ein Tier nehmen. Ein Mensch.
Ordnung. Also ich nehme einfach in Ordnung. Werkzeug hin und das ist verbunden. Jetzt müssen wir noch irgendwie magischer Zauberstab. Machen wir auch mit Ordnung. Wir nehmen hier nochmal wieder Ordnung. Kristall. Ordnung. Kristall. Und Ordnung. Wir nehmen jetzt hier noch einen Fisch und haben auch dieses Rätsel gelöst. Wir könnten uns hier nochmal jetzt gleich den Strohgolem angucken. Der wäre auch wieder ein bisschen schwieriger. Ordnung Zerstörung. Auf Tod kommt man mit. Tod kommt man bestimmt zur Zerstörung. Ja. Das heißt, wenn wir einen Tod nehmen. Nein, wir nehmen einen Tod. Nehmen wir eine Zerstörung. Nehmen wir einen Tod und einen Zerstörer. Haben wir die schon mit Nabe bekommen? Das ist Ordnung oder Licht. Überhaupt bei dem hier. Mensch und hörbar. Da haben wir Leben. Also wir könnten das mit Leben verbinden. Oh, noch irgendwas, was Luft beinhaltet. Wäre Geist, dann kommen wir zum Feuer. Dann haben wir Tod, Fleisch, Kerze wäre Luft und Feuer. Leben ist Terra. Bewegung und Tod. Ist gut. Heißt, wir könnten das damit verbinden. Wenn wir noch irgendwie überhörbar gehen. Und das machen wir dann überleben. Also wir gehen jetzt unten über Bewegung mit Luft. Machen wir das mal. Wir machen Luft und noch mehr Bewegung. Wir machen hier ein Untot. Das verbunden. Jetzt können wir einen Tod nehmen. Ein Leben. Ein Hörbar. Getreide und ein Hörbar. Und haben jetzt auch den Strohgolem gelöst. So, diese beiden Sachen werden wir uns jetzt erstmal angucken. Haben wir die automatische Alchemie und den Strohgolem. Als nächstes beschäftigen wir uns nämlich dann
Klar, wir haben jetzt hier erstmal wieder ganz viele neue Sachen. Goon Upgrade Feuer. Golem Kern sammeln. Ah, dafür brauchen wir Nitor und Steinziegel. Könnten wir halt auch schon. Strohgolem, muss man das alles reinwerfen und einen Strohballen. Ich weiß gar nicht mal, wie man Strohballen bekommt. Müssen wir auch mal gucken. Und hier haben wir jetzt die automatische Alchemie. Arkane Werkbank. Alchemiekonstrukt. Tiegel. Alchemie irgendwie eine unsichere Angelegenheit. Falsch abgezählt. Das Böck, das sich zersetzende Essenz und Zutaten, die Aufwand der Herrschaft bedeutet, dass sie endlich wirken hat. Das Traumatom ist eine großartige Erfindung, wie sie den Traumatom erlaubt zu wählen, welche Formel und welche Kandidatoren erwähnt werden. Es saugt die nötige Essenz von Röhren. Wasser, aber eine Wärmequelle. Genau. Konstrukt oder Chemiekonstrukt. Keine Werkbank. Okay, jetzt war die Frage, wie ging das denn gleich? Alchemiekonstrukt. Hier, so baut man Alchemiekonstrukt. Dafür brauchen wir Essenzenröhren. Vier Stück. Zweimal das Essenzenventil. Heißt Quecksilbertropfen. Mal gucken. Quick. Quick. Silbertropf. Quecksilber. Ah, genau, das war Schimmer, aber das bekommt man aus einer Blume. Schmelzen. Schmelzen. Aus dem Zinnobererz. Wahrscheinlich aus dem magischen. Quecksilber. Also, probieren wir mal ganz kurz auf. Ich hab ja hier Zinnober jetzt da. Nein, wenn wir jetzt natürlich Quecksilbertropfen bekommen würden, dann Quecksilber eher gesagt, ist das natürlich auch schön. Warum meine Mini extra los? Eisen, Glas und Goldnuggets. Eisen. Minium nicht Eisen. Wahrscheinlich wieder nach oben. Diese Röhren bauen wir jetzt nochmal eben. Das war jetzt zwei links. Ach, nochmal runter, aber mal zwei da. Das und das Glas muss noch in die Mitte. Noch mal ein bisschen Glas machen. Glas. Glasscheiben. Gut. Vier brauche ich.
kommen wir wieder ein Stück weiter zu unserem Golem. Oh, wir bekommen gleich 8 Röhren sogar raus. Na ja, super. Wir werden ja nur einen gebraucht. So. 2 Enzianröhren und dann kommen wir nochmal an. Fortgeschrittene Enzianröhren. Dafür brauchen wir einen Röhre und einen Wiesfilter. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Deswegen bedanke ich mich auch wieder. Also, wenn das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.